So, ihr Lieben, ich begrüße euch nochmal zu einem ganz besonderen Money Talk. Wir sind hier bei der Aufzeichnung von Aktienlust TV. Wenn ihr die Kollegen noch nicht kennt, geht mal auf den Kanal, denn da gab es jetzt in den letzten Monaten ein Börsenspiel und wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich schaue mir jetzt mal die Teams an und will mal die Strategien erfahren, mit denen diese Teams also im Börsenspiel waren. Und wir haben jetzt hier das Team IG, also vom Broker IG, Christian Henke und Sala Boumidi. Und ihr kennt die natürlich beide aus dem Money Talk und die waren jetzt hier zusammen im Börsenspiel. So, jetzt frage ich euch mal, wie sieht denn eure Strategie aus? Ja, wir haben ja eine Vier-Säulen-Strategie, die heißt, wohin fließt das Geld? Ne? Was kann man sich darunter vorstellen? Wir selektieren die Märkte. Das Ergebnis soll dann sein, dass wir eine Liste haben mit interessanten Aktien, die A, relativ stark sind, B, fundamental günstig, C, saisonal auch eine starke Phase aktuell vor sich haben und D, natürlich auch als Tüpfelchen charttechnisch auch kaufenswert sind. Und die Vier-Säulen-Strategie, das machen wir schon so eine Zeit lang. Und ich muss ganz einfach sagen, wenn man sich das mal anschaut, das gesamte Börsenspiel bislang doch recht erfolgreich. Ja, und diese Vier-Säulen-Strategie, Sala, ich kann mich erinnern, du warst neulich nämlich im Money Talk mit eurem neuen Buch. Und da gibt es eben, das verlinke ich euch hier auch in den Shownotes, ein Buch von euch beiden. Und da geht es genau um diese Strategie. Also ist es das, was man als Privatanleger auch einfach mal machen muss, um die richtigen Aktien zu finden? Ja, das ist auch ein Ansatz, den wir speziell für Privatanleger geschrieben haben. Von Amsterdam A bis Z wie Zürich wurden wir immer in Vorträgen gefragt, wie macht ihr das? Könnt ihr uns da so einen Leitfaden geben? Keine Empfehlung, aber einen Leitfaden, wie wir an der Börse die Rotation des Geldes verfolgen können. Und das haben wir in diesem Buch gemacht. Auch in diesem Börsenspiel ist wichtig, zu diesen Säulen, die Christian gerade genannt hat, dass wir darauf bedacht waren, eine sehr geringe Volatilität zu haben. Also geringe Schwankung, aber dennoch eine gute Rendite. Passt eigentlich nicht mit dieser Hypothese, die man immer nennt. Hohe Rendite, immer nur mit hohem Risiko. Das geht doch. Das ist ein Verwürfnis, das man sieht. Wenn man weiß, wie die Rotation des Geldes funktioniert und man dann noch beachtet, niedrige Volatilität mit einzubeziehen, kann man dennoch eine gute Rendite bis sogar eine Benchmark schlagen. Wir gucken uns gleich mal eure Werte an, aber lasst uns noch ein bisschen über das Börsenspiel reden. Das ist ja bei Aktienlust jetzt die vierte Staffel. Und in diesem Börsenspiel sind ja auch andere Experten dabei. Wer sind so eure härtesten Gegner? Ja, natürlich Cliff Mitchell, der natürlich in den letzten Wochen doch uns unangenehm auf die Pelle gerückt ist. Ja? Ja, so noch einige Wochen davor, da waren wir so bei 19% und der Konkurrent bei 8%. Ne? Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir uns jetzt die letzten Wochen auf die faule Haut gelegt haben. Ja, gut, Zala ist Papa geworden, der hatte andere Gedanken. Dass wir ganz einfach sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so. Aber letztendlich hatte dann natürlich der Cliff Aktien natürlich amerikanische Werte, KI-Aktien mit einer sehr hohen Volatilität. Ne? Ein Wert mit einer Volatilität von über 60. Das ist natürlich für ein Börsenspiel schön, um uns in die Bredouille zu bringen, ja, um uns auf die Pelle zu rücken. Aber letztendlich natürlich, wenn jetzt jeder Anleger, der das jetzt natürlich das jetzt hier sieht, das ist natürlich nicht auf Dauer die richtige Strategie. Ne? Das heißt, wir setzen darauf, das Risiko in einem Aktiendepot gering zu halten. Natürlich, klar, wenn es jetzt an der Börse aufwärts geht und die KI-Aktien um 50-60% steigen, dann sind das natürlich die Gewinner. Aber so wie es steigen kann, kann es aber auch fallen. Das heißt also, ein Depot mit Werten, die sehr volatil sind, da kann es natürlich ordentlich auch mal scheppern und nach unten gehen. Das heißt also, die sogenannten Drawdowns, also Rückwärtsbewegung innerhalb des Depots, die können extrem sein. Und wir haben von Anfang gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen den Anleger und Anlegerinnen ein Depot zeigen oder eine Strategie zeigen, wo ich das Risiko möglichst gering halte. Und jetzt hast du es schon gerade gesagt. Gratulation, lieber Sala, also zum Baby. Was ist es geworden? Ein Mädchen. Name? Leila Hermine. Oh, Leila Hermine, wie wunderbar. Also herzlichen Glückwunsch. Aber das nimmt jetzt natürlich eine Frage, die brauche ich jetzt natürlich an dieser Stelle, weil hier auch einige Frauen natürlich mal zugucken, die vielleicht auch schon mal ein Kind bekommen haben und die dann so sagen, das ist doch ganz schön viel Arbeit. Ich kann mich dann gar nicht mehr so richtig um andere Sachen kümmern. Wie sieht denn das bei dir aus? Ist es ganz schön viel Arbeit und du kannst dich gar nicht mehr um Aktien kümmern? Doch, um meine Leidenschaft, eine Leidenschaft neben meiner Tochter, natürlich schon meiner Familie, ist natürlich die Börse. Und das kann man, weil, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du eigentlich gerade ansprichst, auch in diesem Börsenspiel, das hatte natürlich Rahmenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können. Wir hatten einen Bildungsauftrag, zu zeigen, wie man
Also einfach, auch mit wenig, auch mit gerade Zeit, auch wenn man schwanger ist oder gerade ein Kind hat oder Elternzeit hat, wie man die Rotation des Geldes antizipieren kann und mit geringer Volatilität auch noch profitieren kann. Und das war das Wichtige, dass wir regelbasiert, wir haben manchmal auch Phasen gehabt, wo die Kollegen mal schneller an uns drankommen, wo jeder Mensch psychologisch denkt, oh, da muss da jetzt mal, da brauche ich jetzt mal was, wo was schnell nach oben geht. Das haben wir beachtet und nicht getan. Und die Ruhe behalten, das sollte man an der Börse immer, dass man da wirklich seine Regeln einhält. Ob man kurzfristig Daytrader ist oder wie wir es auch im Langfristigen machen, immer wichtig, seine Regeln zu folgen. Und das gucken wir uns gleich auch nochmal an, vielleicht auch den einen oder anderen Wert. Aber ich fand es vorhin auch ganz interessant, was ihr schon mal erwähnt habt, die Saisonalitäten, die ihr euch ja auch anguckt. Und ihr Lieben, wenn ihr jetzt zuschaut und euch fragt, wann kann ich das ganze Depot sehen und wann weiß ich, wer jetzt hier in dem Börsenspiel gewonnen hat. Die Sendung von Aktienlust TV, die wird am 2.6. am nächsten Sonntag ausgestrahlt. Da guckt ihr hoffentlich alle rein und dann erfahrt ihr auch, auf welchem Platz die beiden gelandet sind, Team IG also. Aber was ich ganz faszinierend finde, wenn man sich am Anfang mal so mit diesem Thema auch technische Analyse beschäftigt, Saisonalitäten, das ist ja erstmal sowas, da sagt sich jeder, was soll denn das sein? Aber das sind ja ganz faszinierende Muster, die an der Börse immer wiederkehren. Und das kann im Grunde genommen auch eigentlich jeder, der noch so naiv und vielleicht ein Anfänger an der Börse ist und denkt, ich kann das nie begreifen. Worum handelt es sich? Sag uns mal eine Saisonalität, die eigentlich immer funktioniert. Die bekannteste und berühmteste ist Sell in May and Go Away. Also im Mai alle Aktien verkaufen und gut ist. Das ist natürlich immer eine Statistik. Die letzten 10 Jahre beispielsweise, da hat es im Grunde eigentlich beim DAX wenig funktioniert. So schlecht ist der Mai nicht. Anders und da weitaus natürlich für die Zuschauer und Zuschauerinnen interessanter ist, dass es im 4. Quartal, also ab Anfang Oktober, in der Regel, und das ist statistisch belegbar, aufwärts geht. Also wir haben die Sommerflaute. Ne? Das Wetter wird jetzt Gott sei Dank auch hier in Fulda jetzt viel besser. Gestern war noch richtig viel Regen, Unwetter teilweise in Rheinland-Pfalz und Saarland, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das Wetter jetzt ist hier, wir sind angekommen, ne, wenn Engel reisen, wird das Wetter schön. Nein, aber letztendlich die Sommerflaute steht uns bevor. Und das ist ganz einfach, naja, weil halt viele in Urlaub fahren. Da ist das Handelsvolumen gering und da sind natürlich die Ausschläge an der Börse in Frankfurt nicht mehr so groß. Das kann wirklich in der Tat so bis September, Ende September andauern. Und dann aber ab Oktober, wenn wir wieder die Heizung anmachen, wenn es ungemütlich wird, da wird es aber mitunter an der Börse in Frankfurt wieder freundlich und das kann bis zum Jahresultimo, also bis Silvester anhalten. Also das ist immer ein Zeitpunkt, wo doch viele sagen, okay, da steige ich jetzt ein, da kaufe ich, weil im Sommer mitunter die Kurse vielleicht ein bisschen zurückgegangen sind. Das heißt, ich bekomme auch tiefere Kurse. Guck mal, jetzt läuft hier sogar noch ein Pony durchs Bild. Also wir sind hier wirklich auf dem Land, nämlich Schloss Fasanerie und wie ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet, lief hier gerade ein Pony durchs Bild. Also nicht, dass ihr euch wundert. So. Das hat jetzt nichts mit Saisonalität zu tun. Ja, auch nicht für das Pferd. Genau. Auf alle Fälle. Ne? Also die sieht man wahrscheinlich auch nur im Sommer. Nein, aber das ist natürlich, das sind so Punkte, die jeder Anleger auch beachten sollte. Ja, das heißt also, wenn ich sage, okay, ich kaufe Aktien im Juli oder August, das kann ein bisschen dann auch in die Hose gehen, weil halt wenig Anleger da sind. Die meisten liegen dann in Spanien, Italien, Frankreich unter der Sonne und wenige sind zu Hause. So, und das sind natürlich so Saisonalitäten, solche Verlaufsmuster, die wir statistisch halt aufzeigen, die man natürlich als Anleger auch sehr schön dann handeln kann. Ja, ich finde es sehr faszinierend und zum Jahresende ist ja auch noch ein ganz anderes Phänomen zu beobachten, dass nämlich gerade auch so die ganzen institutionellen Anleger noch ihr Geld reinschieben in die Werte, die eh schon gelaufen sind, weil man dann natürlich nochmal seine Performance ein bisschen verschönt. Da seid ihr ja Profis, deshalb frage ich euch danach nicht, aber auch das soll es ja geben. Aber lasst uns nochmal auf Werte eingehen, die ihr jetzt im Spiel habt. Wir wollen ja noch nicht zu tief einsteigen, denn das kann man dann am Sonntag ja sehen, genau euer Depot. Aber gibt es so einen Lieblingswert, Salah, den du hattest jetzt während des Spiels, wo du gesagt hast, genau darauf habe ich gesetzt und dieser Wert hat mich nicht enttäuscht. Ich habe mal so eine Free-Lunch-Strategie gemacht. Es ist bekannt in den USA, dass am Ende des Jahres die Unternehmen, die Aktien, gerade Kleinunternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, die an der Börse notiert sind, auf ihrem 52-Wochen-Tief sind. Mhm. Was machen große Institutionelle? Die verkaufen die Aktie, um natürlich steuerlich diese geltend zu machen. Das umgekehrt. Ne? Und am Ende und am Anfang des neuen Jahres kaufen die Aktien wieder rein. Verstehe. Und das kann man nutzen. Und das haben wir gemacht. Lago ist ein unbekanntes Unternehmen, ist immer noch in einem Abwärtstrend, hat aber genau in diesem Zeitraum über 20% gebracht. Und das ist so diese klassische wissenschaftlich fundierte Theorie und Praxis,
dass klein- und mittelständische Unternehmen zwischen Ende Dezember bis Mitte Januar den Markt sogar schlagen. Sehr spannend. Das ist natürlich nichts für Leute, die nicht ausgeschlafen sind, weil sie sich die ganze Nacht um ihre neugeborenen Babys kümmern müssen. Da muss man nämlich dranbleiben. Was war dein Lieblingswert? Mein Lieblingswert war ASML aus den Niederlanden. Technologie. Ja? Was mögen Technologieaktien nicht? Richtig, wenn Zinsen steigen. Was ist aber, wenn doch jetzt wieder alle darauf hoffen, dass die Zinsen sinken, dann sind natürlich wieder die Tech-Aktien gefragt. Ich rede jetzt noch nicht mal von den KI-Aktien. Und ich bin ganz ehrlich, das war ein Trend, der uns, glaube ich, dieses Jahr in den ersten Monaten doch auch, bin ich ganz ehrlich, doch überrascht hat, wie stark es bei Nvidia und Konsorten aufwärts ging. Aber wir haben auch in unserem Börsenspiel, in unserem Aktienlustdepot auch gezeigt, es muss nicht immer KI sein. Man kann auch mit normalen Aktien wie eine SAP, wie eine Iberdrola, also Versorger, kann man auch seine Rendite erzielen. Also ASML aus den Niederlanden, Technologieaktien waren dann auch gefragt und davon konnte natürlich gerade der Wert deutlich profitieren. Ja, ihr Lieben, also ich drücke euch die Daumen und wie gesagt, ihr könnt es am Sonntag, am 2.6. dann sehen, ob die beiden mit dem Team IG hier weit vorne liegen oder vielleicht sogar gewonnen haben. Das werdet ihr alles bei Aktienlust TV sehen und ihr habt es vielleicht gerade gehört, hier gibt es einen scharfen Pfiff von Jürgen, der uns jetzt nämlich zurückholt ins Studio und es geht nämlich weiter in die zweite Runde von Aktienlust. Ich danke euch, drückt die Daumen. Dankeschön.